und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Wir beschäftigen uns heute mit den Grundlagen der Geometrie. Und als allererstes erkläre ich euch jetzt den Unterschied zwischen parallel und senkrecht. So, auf geht's. Also, als allererstes seht ihr hier die zwei Begriffe parallel und senkrecht. Und wir fangen an mit parallel. Und parallel ist tatsächlich ganz einfach. Wir haben eine Strecke. So, und die nennen wir jetzt meinetwegen G, das ist ganz egal. Und wir haben noch eine Strecke. So, und die nennen wir H. Ganz egal. Und jetzt ist die Frage, sind diese beiden Strecken parallel? Und die Antwort ist, ja, sie sind parallel. Und parallel sind sie eben immer dann, wenn sie immer den gleichen Abstand haben. So, und ihr seht es jetzt, ohne zu messen, der Abstand hier sind 3 Kästchen. Und zwar hier, hier, hier und hier. Und egal, wie lang die Strecken oder Geraden sind, sie sind immer parallel, weil sie immer den gleichen Abstand haben. So, und das könnten wir zum einen so messen. Aha, 2 cm. Und hier sind es auch 2 cm, seht ihr es? Aber das können wir auch mit diesen Strichen hier messen. Seht ihr das? So, hier auf die 2, hier auf die 2. Und ihr seht, jawohl, diese beiden, die sind parallel zueinander. Und da gibt es einen ganz einfachen Merksatz. Die sind nämlich dann wie Eisenbahnschienen. So habe ich das auch mal in der Grundschule gelernt und ich fand das immer super. Also immer, wenn 2 Streckengeraden oder Halbgeraden wie 2 Eisenbahnschienen sind, ja, dann sind sie parallel. Das ist doch erstmal ganz einfach. Das heißt, sie haben immer den gleichen Abstand. So, und jetzt kommt senkrecht. Dafür brauche ich am besten das Geodreieck. Und wir nennen es jetzt wieder hier G und H. Und diese beiden Geraden, die sind zueinander senkrecht. Und die sind immer dann senkrecht, wenn sie einen Winkel von 90 Grad haben. Ihr wisst, wir nennen das auch rechter Winkel. Und das können wir mit dem Geodreieck überprüfen. Und zwar einmal, indem wir es beispielsweise hier in der 0 anlegen und gucken, aha, 90 Grad, 0. Also sind das hier genau 90 Grad. Das können wir hier oben auch machen. Hier anlegen. 90 ist oben, wisst ihr. 0 ist hier. Also auch 10, 20, 30, 40, 50, 90. Also auch 90 Grad. Und dann wisst ihr ja noch, wenn diese Seite 90 Grad ist, dann hat diese Seite auch 90 Grad. Und dann hat diese auch 90 Grad. Alles sind rechte Winkel. Und wenn man das ganz schnell überprüfen will, dann nutzt man diese Ecke vom Geodreieck, weil die ist nämlich auch genau 90 Grad. Die kann man so reinlegen. Also, merkt ihr euch, senkrecht ist immer dann, wenn wir einen Winkel von 90 Grad haben. Also, Winkel 90 Grad oder wir sagen eben auch rechter Winkel. Kennt ihr ja. So, das ist eigentlich auch schon alles, was ihr wissen müsst. Und jetzt machen wir noch eben 2, 3 Übungen. So, wir fangen hier an. Wir haben wieder G und H, wieder 2 Strecken oder Geraden, ganz egal. Und jetzt will ich von euch wissen, ist H parallel zu G? So, könnt ihr mir das sagen? Richtig, die beiden, die sind parallel, weil sie immer den gleichen Abstand haben. Und das können wir mit dem Geodreieck überprüfen. Wir schieben einfach. Aha, und man sieht, hier ist der gleiche Abstand wie hier. Oder wir messen es. Hier sind es 2,7 cm und hier unten sind es auch 2,7. Und wenn der Abstand immer gleich ist, dann ist es wie Eisenbahnschienen und dann sind die beiden parallel. Man könnte auch schreiben, G ist parallel zu H. So, schauen wir uns die beiden an. G und H. Und wieder ist die Frage, ist H parallel zu G? Und die Antwort ist hoffentlich ganz einfach. Nein, die beiden sind nicht parallel zueinander. Ihr seht, der Abstand zwischen G
ist hier kleiner als hier unten. Messen wir es kurz nach. Hier oben 1,4 und hier unten 2,3. Also, die sind nicht parallel, weil der Abstand sich vergrößert. Und dann sind sie eben auch nicht wie Eisenbahnschienen. Okay, hier geht's weiter. Also, wieder haben wir G und H. Und wieder ist die Frage, sind die beiden... Tja, ist H senkrecht zu G? Was sagt ihr? Nein, sind sie nicht. Und das können wir ganz schnell überprüfen. Wir nehmen unser Geodreieck und legen es hier einfach hinein. Und ihr seht, hier unten, H ist nicht im 90-Grad-Winkel. Das können wir auch hier oben messen. Seht ihr das? Oder hier. Also, da ist gar nichts rechtwinklig. Ne? Also, die sind nicht senkrecht zueinander. Anders sieht es hier aus. Hier haben wir einen rechten Winkel. Und wenn da einer ist, tschau, dann ist hier auch einer. So, und hier oben können wir es dann nochmal so messen. Die 0 genau in den Ursprung. Und ihr seht, aha, auch das sind 90 Grad. Und jetzt sehen wir, aha, G und H sind senkrecht zueinander. So kann man das aufschreiben. So, jetzt habt ihr alles gesehen zu senkrecht und zu parallel. Okay? So, meine lieben Leute, das Video ist zu Ende und ich hoffe, ihr habt was gelernt. Das wäre nämlich ziemlich gut, weil das war der Plan von diesem Video. Und wenn ihr was gelernt habt, dann würde ich mich natürlich wahnsinnig darüber freuen, wenn ihr mir so ein Däumchen da lässt. Ne? Ich darf jetzt... Ach, lassen wir das. Auf jeden Fall würde ich mich darüber freuen. Und wenn ihr mehr Hilfe braucht, dann seid ihr natürlich auch herzlich eingeladen, meinen Kanal zu abonnieren. Und am allermeisten würde ich mich freuen, wenn ihr Teil des Team Schmitz werdet. Das heißt, wenn ihr euch hier wirklich aktiv mit mir und den Videos und all den anderen Kommentatoren auseinandersetzt. So, also, danke fürs Zuschauen. Ich bin raus. Okay, das war's.